wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hallo! Das ist praktisch jetzt das erste Video, was so frontal vor der Kamera aufgenommen wird. Mit der Kamera, oder? Stimmt. Nee. Gestern haben wir schon Bibis Video gedreht. Das war krass. Wir haben mit zwei Freunden zusammen, das sind vier, haben wir so eine Kette gebildet und haben uns alle gegenseitig auf den Rücken gemalt und dann geguckt, was bei Person 4 hinten rausgekommen ist. Und wenn Bibi es erraten hat, musste sie den Gegenstand kaufen. Sehr lustig. Ich glaube nicht, was bei Person 4 Personen war. Crazy. Schaut euch das an. Aber ich filme gerade mit der neuen Kamera. Es sieht gerade ein bisschen dunkel aus. Wir haben aber auch alles auf Auto gestellt. Also Auto steht draußen. Genau. Auf jeden Fall habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Fragen bezüglich Emily und Leo habt, beziehungsweise habt ihr mir auch schon so andauernd geschrieben und Fragen gestellt. Und da dachten wir, dass wir mal ein paar Fragen beantworten werden. Weil wir haben ja damals auch, was machst denn du da so? Machen wir einen Pop. Wir haben ja damals auch so Entwicklungs-Updates und so gedreht und das haben halt auch super viele Eltern verfolgt, die halt auch gerade Kinder haben oder geplant haben, Kinder zu bekommen. Und ja, das war aber ganz cool, dieser Austausch da auch in den Kommentaren. Das wollten wir fortführen. Jetzt haben wir ja mittlerweile zwei Kinder. Wir beantworten jetzt Fragen über unsere Kinder. Ich habe mir einen Zettel und einen Stift genommen und habe diese gestellten Fragen aus meiner Instagram-Story von euch runtergeschrieben. Darum würde ich sagen, lesen wir mal abwechselnd eine Frage vor, okay? Oh, ich beginne mit der zweiten. Wieso? Einfach so ein bisschen Pep in die Geschichte zu bringen. Zweite Frage, wie viel wiegen die beiden? Oh, das kannst du am besten besser beantworten. Zahlen sind mein Ding. Es sieht sehr dunkel aus in der Kamera. Soll ich das nochmal umstellen? Ich weiß es nicht. Nö, also es ist... Auf deine Verantwortung. Der Leo hat 13 Kilogramm gewogen. Hört mir irgendwer zu? Man hört dich. Man 13 hört Kilogramm hat der Leo gewogen und die Emmy 7,8. Hat Leo realisiert, dass er ein großer Bruder ist? Das würde ich mal ganz klar mit einem Ja beantworten. Wie der das realisiert hat. Doch, das ist so süß. Doch, das hat er wirklich realisiert. Die halten jetzt schon krass zusammen und ja. Teilweise ist es so, dass die Emmy lächelt den Leo immer so krass an und guckt immer so krass, was der da macht. Und der weiß das, glaube ich, auch, dass die Emmy so ein bisschen zu ihm aufschaut und macht dann immer, weiß ich nicht, versucht sie dann so ein bisschen zu beeindrucken und so, guck mal, das kann ich schon und weiß ja, das nicht was. Das schon, ne? Und die Emmy lächelt niemanden so sehr an wie den Leo, das ist echt so krass. Die kann sich Stunden damit beschäftigen, einfach nur den Leo zu beobachten. Das ist so geil. Aber ja, ich würde sagen, der Leo hat das schon sehr gut verstanden. Ich glaube, er weiß, dass er mehr kann als die Emmy und der ist auch so rücksichtsvoll, wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, wenn man sich halt aus irgendeinem Grund gerade mehr um die Emmy kümmern muss oder so, dann ist er sofort okay damit. Und klar, wenn er merkt, die Emmy ist unruhig oder so und wir kommen nicht sofort, dann kommt der, zieht uns dahin, zeigt dahin, versucht selber irgendwie, dann holt der so Rasseln, aber ich glaube, die Frage kommt später noch, dann wollte ich nicht, dann holt der Rasseln und rasselt die dann vor und der und versucht die zu beruhigen. Wenn er sucht dann immer nach einem Schnuller und wenn er keinen findet, gibt er seinen Schnuller ihr. Ja. So, jetzt muss ich Frage 3 vorlesen. Ja. Oder soll ich Frage 4 Nein, vorlesen? Nein, dann lassen wir das. Kann man sich mit Leo schon unterhalten? Geil. Ja, also wir können das, weil wir seine Worte verstehen. Ich glaube, jemand, der jetzt nicht so tagtäglich mit ihm sich unterhält, versteht dann vielleicht nicht unbedingt, was er meint. Aber wenn man ihn kennt und weiß, was er mit bestimmten Ausdrücken meint, da kann man das auf jeden Fall. Ja, er erzählt einem auch echt voll die Geschichten. Ja, ne? Zum Beispiel so mit die erste Geschichte, die der Leo mir erzählt hat, war im Urlaub. Da ist dem Mann meiner Schwester, dem Flo, sein Bier in den Pool gefallen. Dann kam der Leo an und meinte, so voll völlig aufgeregt, Papa, Flo, Bier, bumm, Pool. Das hat er mir dann erzählt. Dem Flo ist das Bier in den Pool gefallen. Und so Stories packt er teilweise ja, aus. Das stimmt. Oder wenn man ihn so fragt, was macht die Mama gerade? Und dann sagt, und dann zeigt er auch oft so, dann weiß er nicht, was Messer genau heißt oder so. Und dann sagt er so, Ham. Dann weiß er so, ah, Mama schneidet gerade in der Küche Essen oder so. Ja. Also oder gestern ist die Mona nach Hause gefahren, die war gestern da. Da meinte der Leo so, Mona, Hause, so, dass die Mona halt nach Hause fährt und jetzt ins Bett geht und schläft. Das ist, das ist echt cool, wie man sich plötzlich echt... Was ist aktuell Leos Lieblingswort?
Boah, das ist sehr schwer, weil der gerade... Also erst war es Nein. Ich würde sagen, die Nein-Phase, aber ich sitze echt nicht ganz hier. Habe ich schon gesagt. Die Nein-Phase ist eigentlich schon fast vorbei, oder? Ja. Also nicht vorbei. Vieles ist immer noch Nein, aber... Boah, der redet im Moment echt so viel. Boah. Oh, vielleicht Auto heiß. Stimmt, sein Feuerwehrauto. Feuerwehrauto kann er nicht sagen, sagt er immer Auto heiß. Weil oder ich mal erzählt habe, dass das Feuerwehrauto Feuer löscht. Und Feuer ist heiß, darum ist das Auto heiß. Oder Heißauto. Ja, er hat auch noch so ein Buch und hat auch noch ein Feuerwehrauto. Und das Auto-Heiß-Wort wird wirklich sehr oft verwendet. Das stimmt, ja. Wo schläft Emmy zurzeit? Boah, Leute, da haben wir wirklich mit beiden... Sollen wir die verbinden mit der Frage, wie viel schlafen die beiden nachts? Dieses einfach machen wir jetzt mal so ein Schlafthema. Super Idee. Also ich muss sagen, wir haben echt mit den beiden, was das Schlafen angeht, sehr viel Glück. Bei Mio war es damals schon so, dass wir ihn sehr schnell und super easy an sein eigenes Zimmer und Bett gewöhnen konnten. Und das war jetzt mit der Emmy eigentlich genauso. Ja, was heißt gewöhnen? Wir haben das halt immer mal ausprobiert. Im Mittagsschlaf haben die Emmy dann in ihr Bett gelegt. Und dann hat die da geschlafen. Und dann haben wir die abends hingelegt. Dann haben wir gemerkt, dass die viel besser da schläft. Ja, die schläft wirklich. Also als sie noch in einem Beistellbettchen bei uns geschlafen hat, da ist sie echt relativ oft nachts auch wach geworden und hatte dann auch Durst und war unruhig. Und seitdem die in ihrem eigenen Zimmer schläft, schläft die wirklich, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber sie schläft wirklich durch. Das ist so krass. Die hat auch erst seitdem einen Rhythmus bekommen. Die war vorher auch echt teilweise lange noch mit uns hier unten, weil sie dann auch spät abends nochmal eine Wachphase hat. Und das hat die mittlerweile alles gar nicht mehr. Also wir legen die abends so wie den Leo zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett und dann schläft die wirklich durch bis morgens. Wie viel schlafen die beiden, wie lange schlafen die beiden, hat jemand gefragt? So um die 10 Stunden nachts schlafen. Hast du dann deine Finger abgezählt? Ja. Ja, das ist wirklich, das ist ein Traum. Es ist halt so, dass die schon relativ früh ins Bett gehen. Das hat sich ja auch, war der Leo ja mit uns super spät noch wach und ist dann auch super spät aufgestanden. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass die relativ früh ins Bett gehen und also dadurch ist es halt so, dass sie auch super früh aufstehen und wir halt abends dann echt noch 4-5 Stunden wach sind. Ja, und dadurch kriegen wir trotzdem nicht so viel Schlaf ab, aber in der Zeit können wir natürlich auch viel erledigen und wir sind sehr dankbar darüber, dass sie so gut schlafen. Ja. Haben die beiden sich schon mal gestritten? Oh, Entschuldigung, das war deine Frage. Nee, alles gut. Eigentlich geht das ja gar nicht, ne? Nee. Die Emmy kann sich ja noch nicht gar nicht so mitteilen und so krass interagieren die auch noch nicht, dass sie sich hätten streiten können. Ja, wenn es der Leo manchmal so ein ganz kleines bisschen genervt oder versteht das nicht, wenn die Emmy irgendwie so ihm was weggreift oder so und dann will er sich das manchmal wieder nehmen und dann erklären wir ihm das aber auch und sagen, hey, die Emmy macht das nicht extra oder die Emmy, die teilt doch auch immer alles mit dir und stimmt, dann gib ihr das immer wieder zurück. Ne? Ich würde sagen, am meisten stört es ihn, wenn sie miteinander interagieren, dann kommt Emmys unkontrollierter Griff und zieht dem Leo den Schnuller aus dem Mund. Stimmt, das macht der Leo gar nicht. Das macht der Leo gar nicht. Dann ist er auch manchmal, sagt er so, nein! Und dann nimmt er den wieder ja, ab. Ja, genau. Das ist schon lustig, ja. Gibt es bei euch Auseinandersetzungen bezüglich der Erziehung? Du hast Beziehung geschrieben, aber ich glaube, du meinst Erziehung, oder? Erziehung, ja. Okay. Danke, dass du meinen Fehler so aufnimmst. Also man muss dazu sagen, dass wir beide schon recht unterschiedlich erzogen wurden, würde ich sagen. Von daher kennen wir es von unserer Kindheit halt auch unterschiedlich. Aber ich finde eigentlich, natürlich, ich glaube, jedes Elternteil hat mal irgendwie so zu einer anderen Meinung, aber so wirklich Auseinandersetzungen oder so haben wir eigentlich selten. Nee, Streit selten. Ist das dann nicht. Also wir sind dann halt voll offen. Wir sagen dann so, ey, das hätte ich jetzt irgendwie anders gemacht oder keine Ahnung. Wir versuchen dann irgendwie so einen Weg zu finden, den beide cool finden, aber das kommt halt auch nicht oft vor. Aber ich finde, das ist auch echt wichtig. Also ich finde es gar nicht schlimm, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist. Wichtig ist es, darüber zu reden, weil ich glaube, für ein Kind ist es super wichtig, dass beide Elternteile so Dinge gleich durchziehen. Nicht bei Mama darf ich das und bei Papa darf ich das. Und deswegen versuchen wir halt immer über alles zu reden. Die gemeinste Frage aller Zeiten. Welches Kind ist anstrengender? Boah, ich finde, das kann man pauschal gar nicht beantworten. Die sind natürlich beide immer in einem ganz unterschiedlichen Lebensabschnitt, sage ich jetzt mal. Die haben beide komplett unterschiedliche Bedürfnisse. Von daher, finde ich, kann man das sehr schlecht vergleichen. Also es gibt definitiv Phasen, wo
die Emmy super ruhig ist und der Leo echt viel Aufmerksamkeit braucht und total wild ist und auch mal anstrengend ist und nicht so gut hören will, vielleicht wie man sich das wünscht. Ich würde sagen, dass so jedes Kind für sich kein anstrengender Charakter ist. Nee. Also sobald es aufeinander trifft, dann wäre es gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, wäre nicht stressig. Es ist wirklich teilweise super stressig. Da kommt man auch mal an seine Grenzen. Ja, auf jeden Fall. Mit wie vielen Monaten konnte Leo laufen? Mit 13 Monaten. Ist der Unterschied groß von 1 zu 2 Kindern? Freizeit, Auszeit? Ja, das hatten wir ja gerade schon, ne? Also es ist wirklich ein für mich schon sehr großer Unterschied. Wir jetzt gerade machen beide Mittagsschlaf, das ist auch nicht selbstverständlich. Nee, Mittagsschlaf, ne? Nicht. Ja. Früher war es auch so, wenn Leo Mittagsschlaf gemacht hat, waren wir sicher, okay, jetzt haben wir mindestens eine Stunde Ruhe und können Videos drehen, das machen, das machen, das machen. Das gibt es halt jetzt auch nicht mehr. Ich bin schon die ganze Zeit in meinem Ohr hier am Hören, da stehen die beiden Monitore. Es ist schon sehr untypisch, dass überhaupt gerade beide noch schlafen. Ja, ne? Das stimmt. Haben wir sehr großes Glück und deswegen haben wir die Zeit auch genommen. Eigentlich müsste die Emmy jede Sekunde aufwachen. Ja, aber da haben wir, also generell Freizeit, Auszeit. Wir versuchen natürlich mit zwei Kindern genauso und halt unser Leben weiterzuleben wie mit einem Kind und das funktioniert auch wahnsinnig gut. Die Mona passt ja auch oft auf, gerade genau. Wenn wir irgendwie Videos drehen oder so. Gibt ihr den beiden viele Süßigkeiten? Da sind wir, glaube ich, streng. Ja, ich glaube, da sind wir wirklich streng. Es kam auch eine andere Frage, warum darf Leo keinen Zucker essen? Hat da auch jemand gefragt zum Beispiel. Also das ist wirklich was, wo wir von Also Anfang kein Zucker ist ja Quatsch. Ja, wir sind halt der Meinung, dass eh schon genug Zucker in allem drin ist. Genau. Ne? Also ich bin der Meinung, solange man das Kind davor noch bewahren kann, sage ich jetzt mal, kann man das machen, weil es ist nicht so, dass der Leo jetzt nicht zwischendurch mal einen Snack oder Süßigkeiten oder sowas bekommt, sondern er kriegt dann halt so, es gibt so viele Sachen mittlerweile, wo einfach kein Zuckerzusatz drin ist, sondern wo wirklich nur die Süße aus Früchten zum Beispiel drin ist, ob das jetzt Reiswaffeln sind, ob das so Fruchtriegel sind, ob das getrocknete Früchte ohne Fruchtzucker drin ist. Und der Leo liebt das halt. Ja. Ich esse die Dinger ja auch selber. Es ist sau lecker. Oder halt einfach generell frisches Obst oder so. Und ich bin eher geschockt, wenn ich irgendwie Kinder sehe, die dann so einen Snickers in der Hand ja, haben. So, warum? Ich finde das so krass. Oder so ganz normal so ein Eis. Der Leo, wir machen dem Leo auch manchmal Eis, dann nehmen wir gefrorene Erdbeeren und mixen das mit ein bisschen Kokosmilch zum Beispiel, dass das so smoothie-mäßig ist und dann isst er das auch wie Eis und der liebt das über alles. Und ich finde, es gibt halt so viele tolle Alternativen, dass man das einfach noch nicht machen muss. Klar, irgendwann... Natürlich werden wir dem das jetzt nicht vorenthalten oder so. Nein, Quatsch. Und irgendwann kann man es ja auch nicht mehr ändern. Wenn jetzt irgendwie in der Schule oder irgendwann im Kindergarten die Kinder da zum Geburtstag oder zu irgendeiner Feier Kinderriegel mitbringen oder keine Ahnung was, dann bin ich auch der Letzte, der sagt, nein, du darfst es nicht essen. Wir haben ja auch beide Süßigkeiten gegessen. Aber ich finde, es muss halt ihm nicht so jetzt schon angeboten werden. Hat Emily schon Zähne? Ja. Zwei. Hier unten die. Ja, die kamen direkt hintereinander auch. Worin ähneln sich die beiden Verhaltensweisen etc.? Ist übrigens die letzte Frage. So geschwistermäßig, ob die sich ähnlich sind? Ja, letztens hat jemand geschrieben, die Lache wäre super ähnlich. Ja. Das, boah, da müsste ich mir jetzt nochmal ein Video anhören genau. Vom Video, wie der am Anfang. Also ich finde es, glaube ich, so grundlegend krass, ne? So die ersten Laute und sowas. Ist das nicht generell, dass Babys am Anfang ja, alle erst ich dann auch. So und so irgendwie... Ja, ich bin halt kein Baby-Experte, ne? Ich weiß noch, der Leo hat früher immer so die ersten Geräusche waren so Aki, Aki. Stimmt, das hat er immer gemacht, Aki. Die Emmy hat vor ein paar Wochen auch irgendwie so Aki, Aki gemacht. Ich dachte, was ist denn hier los? Aber vielleicht machen Babys das auch einfach ja, am Anfang. Also Verhaltensweisen. Ich finde, das kann man ganz schwer jetzt im Moment sagen. Ist auch noch viel zu jung. Ja, ich glaube, wenn die Emmy vielleicht jetzt ein, zwei Jahre ist. Die Emmy hat definitiv schon einen Charakter. Ich finde, sie ist sehr charakterstark für ihr Alter, von ihrem Verhalten. Ich finde es gerade schwer, das zu beurteilen oder zu vergleichen. Ja, aber ganz bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Sind ja auch Geschwister. So Gesichtszüge und sowas auf ja, jeden okay, Fall. Ja, okay, das auf jeden Fall. Das sieht man schon. Ja. Schaltet gerne in Bibis Video vorbei. Da haben wir, wie gesagt, diese Kette gebildet und uns gegenseitig den Rücken beschmiert. Bianca musste auf jeden Fall in die Tasche greifen. Ein bisschen, ja. Das kann ich euch schon mal garantieren. Ah, es ist wirklich ein sehr lustiges Video geworden. Ja, ja, die Leute klicken drauf, entspannt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Habt eine wunderbare Zeit und bis dann. Tschüss.